Also, grüezi miteinander. Lisa hat das ganz gut gemacht. Sie hat mir nämlich gesagt, sie hat gesucht und gesucht in der Branche jemanden, der die Götti sein könnte. Oder es hat einfach keine Ältere mehr gegeben. Sie hat müssen Neues fragen. Es hat natürlich eine Bewandtnis, warum wir da sind. Ich durfte schon die erste CD mit der Lisa produzieren und habe jetzt auch die zweite wieder produzieren mit der Lisa. Und die dritte muss sie dann wieder mit mir produzieren. Wer weiß, gell? Und das ist natürlich vielleicht naheliegend. Ich weiss, wo sie hier den Sieg errungen hat im Musikantenstadel, habe ich meinen Brüdern angerufen und gesagt, jetzt müssen wir auf den Flughafen, müssen die Lisa abholen. Und dann sind wir dort vor dem Eingang gestanden, wo sie rausgekommen ist, haben wir, oh leck du mir, am Tschöpli gesungen. Oh. Und das muss ihr so gefallen haben, dass sie gedacht hat, ja, ich lade die heute als Götti ein, vielleicht singen sie dann wieder eins. Und wir singen ja eigentlich nicht mehr. Und da habe ich gefunden, also gut, so eine CD-Taufe müssen wir ja noch einen Start haben für die Taufe. Und darum, Lisa, darf ich dich bitten, da vorne herzusitzen. Dann singe ich extra für dich das Ankerbälleli. Das heisst natürlich, ihr solltet auch mitmachen. Und nachher noch mal eins, was so besonders passt zu dir, nämlich jetzt muss der Bauch weg. Und dann haben wir es dann etwa. Also einfach einen schnellen, kurzen, musikalischen Einstieg. Im ersten Bank ganz zuvorderst ist sie gesessen. Mit langen Zöpfen und hat fast gar nichts gesagt. Zum 9 hat sie Anke weggegessen. Und immer schön mit ihren Mustern gedreht. Der Bärli vermisst Amix wieder Pause. Da hab ich gespiezelt, dass sie mit mir rennt. Sie denken jetzt ja typisch Mofenflausen. Hat sie eine Ahnung in mir drin, das kommt mir immer noch in Sinn, hat's mir als für in Holland brennt. Ich bin so richtig durcheinander, sie Junge, absolut im Stand, sie sagen, Ankerbälleli, du bist mein Schatz. Aber das mal selbstverständlich, hab ich uns gesagt und schlussendlich, hab ich mit Freund und Ankerbälleli, mein Schatz. Bis das Ankerbälleli von selber gekommen ist und mir gesagt hat, dass es froh ist, wird ich lieb zu ihr sehen, wie keiner mehr. Und dann natürlich ist zu mir kommt das Ankerbälleli grad gleich so richtig zünftig auf der Schulreise geschehen. So let's go.
Wir müssen eben Zungenbrecher, heisst darum einen, gell? Wir müssen uns einmal ein etwas einfallen lassen. Das ist aber nicht sehr schwer, wenn man für jemanden schreiben kann, wie wir sagen, an einem Jahrhunderttalent. Weil da kann man einfach denken, ja, das wäre jetzt noch schön. Man muss nicht schauen, kann denn die das oder kann die das nicht, gell? Du hast sie halt, steht da und spielt. Also sie tut schon üben, das ist ja schön. Und immer gut vorbereitet. Und wir haben es immer gut im Studio, gell? Jetzt würde ich gerne einen Stuhl, so einen Schuss, ich immer schnell. Lisa, du stehst vor an mich hin, ich stehe da rauf. Ist gut. Perfekt. Gut, jetzt musst du dich kehren gegen das Publikum. Und der Guido und der Fick kommen auch hierher. Wir brauchen kein Mikrofon, wir können das Mic ablegen. Du lernst den Mic über den Kopf, aber nicht mehr. Ja, ist gut. Und dann tun wir da die CD taufen. Jetzt kannst du ganz zu mir kommen. Kannst du dich kehren, so. Und hebst du die CD, tun wir sie heben, kommen. Das machen wir immer für die Presse. Das wäre jetzt also so eine Presse, hat es da oben so eine grosse da. Das passt gerade gut. Und tun jetzt die CD taufen. Und Lisa, ich hoffe, dass wir uns nächstes Mal wieder treffen, wenn wir die Goldung feiern können. Hä? Ist das gut? Also, lassen wir los. Achtung! Ja, mach nicht jetzt. Ich taufe die CD und hoffe, es gibt einen grossen Erfolg. So, ich bin gesund. Danke vielmals. Wir wünschen Lisa viel Erfolg für die CD. Und fast hätte ich es vergessen, der Carlo lässt sich entschuldigen, das weisst du, aber er lässt dich herzlich grüßen. Gell? Und auch alles Gute wünschen. Fein, jetzt hoffe ich, ihr denkt dann Gebrauch machen von dem CD kaufen. Und Lisa hat dann gesagt, sie gebe allen zusammen noch die Hand. Und denkt, adieu sagen. Also denen, die eine CD gekauft haben. Und denkt, vergessen nicht, es ist gleich Weihnacht und wer zwei kauft, kann sogar Stereo hören. Danke vielmals.